Am Anfang, beim ersten Versuch mit Camtasia, habe ich vorgeschlagen, dass sie das Kamera nicht anhaben. Aber jetzt ist es Zeit. Nachdem sie ein paar Mal mit Camtasia erfolgreich ihre Folien mit Ton aufgenommen haben, können sie ruhig mit Kamera experimentieren. So, ich mache es an und ich kann bestimmen, wo es ist. In diesem Fall merken Sie, dass nur halb meines Kopfes im Bild ist. So, vielleicht soll ich meinen Rechner ein bisschen bewegen, damit ich es besser sehen kann. Cool. Mein Mikrofon ist immer noch an. Ich kann es leise machen oder lauter machen, wie ich es mir wünsche. Und jetzt klicke ich auf Record. Ich bekomme immer noch 3, 2, 1. Aber dieses Mal mache ich mein Klatschen am Anfang, um meinen Ton mit Kamera zu synchronisieren. Hoffentlich brauche ich das überhaupt nicht. Aber es wird wichtig sein und Sie werden es sehen. Ich mache meinen Vortrag genau so, wie ich normalerweise mache. Ich gehe durch meine Folien und ab und zu mal, vielleicht, wenn ich möchte, anstatt einfach auf mein Video zu schauen, kann ich in dem Kamera schauen, wenn ich möchte. Und dann zurück zu meinen Folien. Gut, am Ende würde ich nochmals vorschlagen, nochmals zu klatschen und dann auf Stopp klicken. Der Grund dafür ist es, Camtasia macht eine Aufnahme ihres Bildschirms und nimmt vieles auf. Nimmt Bildschirm, nimmt Kamera und Ton auf. Um zu vergewissern, dass alles synchron ist, ich möchte vergewissern, dass ich geklatscht habe. Tja, in diesem Fall ist es eigentlich ein bisschen zu spät. Also wenn das der Fall ist, und es hängt von Ihrem Rechner ab. Manche Rechner sind sehr stark und können es leisten, manche nicht. Manchmal ist Camtasia ein bisschen langsamer als erwartet, aber das ist in Ordnung. Man klickt auf diesem Datei hier, und zwar mit einem Rechtklick. Und mit dem Rechtklick kann ich sagen, Video und Audio trennen. So, jetzt habe ich mein Video und mein Audio. Und ich weiß, dass meine Hände zusammenkamen genau hier. So, ich bringe den Ton nur ein bisschen hier rüber. Damit der Pegel genau wo meine Hände zusammenkommen kann. Das hilft beim Synchronisieren. Jetzt habe ich die zwei Spuren und ich kann das Video wie am Anfang einfach bearbeiten. Wenn ich möchte, kann ich auf meine Kamera klicken und ich kann das vergrößern ein bisschen. Mein Gesicht sieht schrecklich aus. Ich kann es auch bewegen, damit ich kann es hier oben bringen vielleicht. Denn es ist, als ob ich auf meinem Folien runterschaue. Es wäre dumm, wenn meine Kamera hier wäre, denn ich schaue auf nirgendwo in dieser Situation. Aber irgendwie auf diese Weise. Mit einem Rechtklick hier nochmals, Rechtklick auf dieses hier, Größe anpassen. Und wenn ich möchte, kann ich das auch, sagen wir, ein bisschen verkleinern. So, wie mache ich das? Auf Eigenschaften klicken und skalieren. Und noch eines, was man hier machen kann. Ich kann auf Zuschneiden klicken und das gibt mir die Möglichkeit, mein Kameravideo, diese schwarze Bänder zu entfernen. Und das sieht ein bisschen besser aus. Sogar viel besser in diesem Fall. Okay. Nochmals vielen Dank fürs Vertrauen, für die Bemühung, mit Camtasia zu arbeiten. Ich wünsche Ihnen weiterhin viel, viel Erfolg. Vielen Dank. Ciao.